Kinder, wie die Zeit vergeht. Mir ist so, als wenn wir gerade eben erst in unseren Ponyhof eingezogen wären. Egal, wir sind gerade erst auf diesen Ponyhof eingezogen. Echt? Tatsächlich? Ja, genau. Boah, dafür hat der aber auch schon ganz schön federn lassen müssen. Wir haben letzte Woche auch schon ganz schön zugelangt. Wir kommen doch nicht an den Ausgang! Was ist mit dir los? Du bist so abwesend irgendwie. Sorry, ich stehe noch ein bisschen unter Schock, Bert. Bernhard. Entschuldigung. Was ist los mit dir? Du, ich habe mir einfach mal durchgeguckt, was heute so auf dem Plan steht. Das ist übel. Das geht wirklich ins Eingemachte. Und was steht da drin? Unter anderem das hier. Wozu man Paintballs auch benutzen kann. Ein spannendes Geduldsspiel. Und Raketentest in den eigenen vier Wänden. Maschine. Ich will einen Kaffee trinken, verdammt nochmal! Wiegald! Was denn? Du kannst doch da nicht draufhauen. Das ist ein modernes, hochelektronisches Präzisionsgerät zur Kaffeezubereitung. Ich pfeife auf diese hochmodernen Präzisionsgeräte. Das ist doch die Reinkarnation des Bösen in unserer Zeit. Diese ganze Latte Macchiatisierung der Gesellschaft geht mir sowas von auf den Senkel. Ich will Kaffee! Ja, träg dich doch nicht so auf. Bist du auf Entzug oder was? Ich will Kaffee und immer zeig ich dir irgendwas an. Zum Beispiel Trestor-Lehren. Kaffeesatz heißt das. Dann sagt sie entkalken, reinigen. Ja, das kann doch sein. Pass auf. Die ist ja schon was länger hier und der Vermieter freut sich bestimmt, wenn wir die mal sauber machen. Und deshalb habe ich da was vorbereitet. Sieh mal, kurz hier, so. Da, unsere Gasflaschen, die extremen hohen Druck, also Überdruck erzeugen. Und der wird hier durch dieses ferngesteuerte Magnetventil schlagartig in diesen Schlauch entlassen. Und den schließen wir an dieses Gerät an. Und dann? Ja, und dann wird, das machen wir nur fest, damit auch nichts rausgeht. So. Und dann werden die ganzen Ventile und Schläuche einfach freigepustet vom Kalk. Wir müssen nur aufpassen, weil es kann sein, dass so versinterte Elemente durch die Gegend fliegen. Und deshalb gehen wir ein Stück weg. Hinter die Plexiglasscheibe. Genau, hinter die Plexiglasscheibe. So. Und dann so, über dieses Fernsteuergerät wird das dann gezündet. Auf geht's. Okay. Achtung. 3, 2, 1. Ist die Krönung. Ich glaube, diese Maschine ist jetzt bis auf Weiteres außer Betrieb. Danke. Wie außer Betrieb? Die ist sauber. Die ist durchgepustet. Der ganze Dreck ist weg. Guck mal hier, da. Hier zum Beispiel so. Das ist der Kalk. Den Kalk. Schau mal. Den haben wir jetzt nicht mehr. Der gute alte Handfilter. Der hat's überlebt. Möchtest du auch eine Tasse? Nein, ich habe meine eigene Maschine. Wiegald? Ja? Kann ich doch eine Tasse von dir haben? Kriegst du. Sehr gern. Eingefahrene Gleise, totale Determination, das ist es, was die menschliche Existenz am Rande des dritten Jahrtausends nach Christi Geburt so zum Mühsal werden lässt. Der Alltag ist durchorganisiert, vorbereitet, abgesichert, verplant und völlig langweilig geworden. Ganz entschieden und bewusst müssen wir Menschen uns dagegen wehren. Wir müssen unsere Existenz Fortuna in den Rachen schmeißen und es drauf ankommen lassen. Wir lassen das Glück entscheiden. Jawohl. Und deshalb in alter Tradition, meine Damen und Herren, das Rad. Hier haben wir ein Glücksrad gebastelt, wo verschiedene Freizeitbeschäftigungen eingetragen sind. Und wir wollen mal sehen, was wir gleich machen werden. Ganz wichtig, was immer hierbei jetzt rauskommt, diskutiert wird nicht. Wildwasserhälfte! Daddy, daddy, cool.
Wir haben wohl Wasser, aber wir haben kein Wildwasser. Ach so. Und wir haben vielleicht auch ein Schlauchboot, aber wir haben kein Rafting. Ja, aber, Wiegald, wir wären doch nicht bei Nicht-Nachmachen, wenn wir nicht etwas hätten. Was man nicht nachmachen darf? Ein Zünder! Bereit? Jawohl! Alles in Deckung! 3, 2, 1, go! Auf aufs Empire State Building ist noch besser. Genau. Jetzt können wir Oma besuchen. Okay. Alter Fernseher und das langweiligste Fernsehprogramm Deutschlands. Nein, ist natürlich nur ein Spaß. Das ist, wie wir alle erkennen, eine Mikrowelle. Jenes Gerät, das in den letzten Jahrzehnten die Kochkunst weltweit revolutioniert hat und so manchen Junggesellen auch vor dem Verhungern bewahrt haben dürfte. Man kann in solch einer Mikrowelle ganz traditionell Bockwurst erwärmen, aber auch ein Feuerwerk des guten Geschmacks abfeuern. Das riecht lecker, muss aber erst warm gemacht werden. So. Ein bisschen mehr. Das Gleiche. Schnell, alles rein. Ja. Los geht's! Wo ist der Notausgang? Da. So. Ist fertig! Einkaufen ist super. Man kurbelt die Wirtschaft an und tut was für seine Fitness. Ja. Hier, Bierfässer müssen auch rein. Hopp, hopp. Ja, nicht so schnell, mein Freund. Also nicht, dass ich das nicht könnte. Also das ist natürlich überhaupt kein Problem. Schade, meinen Körper an. Aber das ist mir nicht klug genug. Ich finde, wir brauchen etwas mehr Hirnschmalzeskes. Man könnte zum Beispiel einfach die Fassade wegsprengen. Da müsste man nicht umständlich reingehen. Man wäre ja praktisch schon drin. Das ist tricky. Aber ich orientiere mich da mehr an den alten griechischen Philosophen. Wir sollten es machen wie in der Antike. Du meinst, wir kampieren vor den Mauern und hungern die aus? Zum Beispiel. Oder, nein, noch besser. Wir benutzen ein Katapult. Das ist gut, Bernhard Hotelis. Aber wo nehmen wir ein Katapult her? Tja, Wiegald Domenes, das ist das große Problem. Aber schau mal darüber. Welch Zufall. Na,
Das ist ja ein Ding. Ach. Ja. Das ist... Wo kommt das her? Besser passt's ja nun wirklich nicht. Das ist ja, dann müssen wir mal spannend. Warte. Moment. Nee, du... Hilfe! Gibt's hier Praktikanten? Genau, ich glaube, wenn Sie das mal kurz mit dem... Also ist jetzt natürlich nicht so, dass Sie das alleine können. Nein, aber kein Problem. Guck mal, wie so eine Laoko-Angruppe. Für diesen Körperhaltung, da hat man einen Ruf zu verlieren. Will man, das macht auch die Berufsgenossenschaft überhaupt nicht mit, von wegen Rücken. So! Da muss jetzt was wir haben das jetzt werden. Gespannt. Okay. Und jetzt... Das Bierfass. Und jetzt haben wir hier dieses... Das ist der Auslöser. Dieses Hightech-Gerät. Hier in der Achse bitte frei bleiben. Das ihr auch. Aufpassen. Hier. Ziehst du? Darf ich? Ja, natürlich. Darf ich hier? Ja, ja, ja. Ich habe gespannt. Zieh du. Eins, das müssen wir zelebrieren. Der zählt runter. Runter. 5, 4, 3, 2, 1. Das ist gut. Ui. Direkt nochmal, oder? 5, 4, 3. Ich halte dich aus. Speicher. Das muss ja, genau, da wo es hingehört. Genau da, wo es hingehört. Genau da sollte es hin. Hier gleich das nächste. Es war jetzt nicht ganz präzise getroffen. Wir müssen natürlich zielsicherer werden. Ja, 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 ja. Interessant, dass die Melone durchschlägt, aber ja, nicht aber das Bierfass. Ganz wichtig, nicht nachmachen. Geht nicht durch. Ich würde mal sagen, ich schaue jetzt mal im Speicher, ob sich das auch eventuell genau, selbsttätig einsortiert hat. Und diese ein, zwei Sachen, die ein bisschen weit sind und suchen. Hinterm Haus. Alles klar, bis gleich. Großartig! Erzformidabel, Bernhard! Ist alles genau da, wo es hin soll! Und schon portioniert! Hier, ich hab das Fass! Wie kriege ich das jetzt zu dir hoch? Warte, ich hol das Katapult! Ich verrate Ihnen jetzt mal etwas. Wir sind privat ganz anders, als Sie uns da in diesem Fernseher sehen. Der Bernhard zum Beispiel. Wenn die Kamera nicht läuft, ist der 1,80 Meter groß. Ja, und Wiegald ist privat auch eigentlich eher witzig. Aber im Ernst, Sie würden uns doch niemals Ihr Haus zur Verfügung stellen. Die meisten von Ihnen glauben wahrscheinlich sogar, dieses Nicht-Nachmachen, das macht uns Spaß, stimmt's? Ein Riesenmissverständnis. Gerade mir, ich leide ja unter diesem Missverständnis nahezu körperlich. Ich bin ja ein ganz, ganz lieber Typ. Wir können ja beide keiner Pflege was zuleide tun, geschweige denn in einem Haus. Wenn man uns ein Haus überlässt, bekommt man es in einem besseren Zustand wieder, als man es uns überlassen hat. Tja, dann wollen wir mal frisch ans Werk mit einem Hoch auf das goldene Malerhandwerk. Hoch. Nein. Sie haben natürlich nicht ernsthaft gemeint, dass wir jetzt höchstpersönlich hier den Pinsel schwingen. Nein, um Gottes Willen, nein, nein, wir sind nicht nur stinkend faul, nein, wir sind auch total kreativ. Und deshalb brauchen wir, hol schon mal den... Ich weiß schon, ich weiß schon. Genau. Mit unserer Methode, diesen Raum zu streichen, da braucht man auch nicht so einen Maleranzug, man könnte es sogar mit einem Smoking tun. Denn wir benutzen einen... handelsüblichen Rasenmäher. Genau, diesen Rasenmäher stellen wir auf diese Kiste und drehen ihn auf den Kopf. So, und jetzt sehe ich schon, wie der Zuschauer denkt, oh Gott, die Scherenblätter! Aber keine Angst, wir sind auf Sicherheit bedacht, denn wir benutzen... Pappe und Gaffertape genau. Und damit umwickeln wir jetzt diese Scherenblätter. Genau, so sicherheitshalber. Ich finde das unglaublich spannend, wie das hier... Oh, ja, 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 ist sehr spannend. Wir sind ja die leibhaftigen Masters of Suspense in bestimmten Momenten, jetzt zum Beispiel. Jetzt fehlt uns noch die Regenrinne. Ach, jetzt hast du die Suspense mit rausgenommen. Liebe Zuschauer, es tut mir total leid, dass Wiegald schon verraten hat, was jetzt passiert. Bitte bleiben Sie daran, bleiben Sie, gehen Sie nicht weg, denn es geht weiter. Wiegald, jetzt. So, Regenrinne wird jetzt da oben eingehängt. Und zwar mittig direkt so, dass das ist auf den Rasen... Das dauert jetzt ein kleines bisschen. Wir zeigen Ihnen diesen Vorgang im Rahmen einer Bildcollage, die mit Musik unterlegt ist. Collage ab.
der Typ, der die Musik auf die Collage gelegt hat, der ist doch in den 80ern stehen geblieben, oder? So, jetzt müssen wir die Ringrinne nur noch befüllen. Und zwar mit... Wiegert, du kannst doch nicht den Satz so offen lassen, dann kann ich doch nicht mehr das spannend machen. Du hast mich da in eine rhetorische Bredouille, hat er mich gebracht. Deshalb sage ich es jetzt genauso, wie es ist. Diese Regenrinne befüllen wir jetzt mit Paintball-Kugeln. Und zwar 10.000 Stück. Genau. Das findet natürlich von draußen statt. Deshalb werde ich hier drin die letzten Vorbereitungen abschließen. Und zwar das Gerät unter Strom stellen. Strom anschalten ist natürlich nachher draußen. Und selber jetzt mich zu Wiegert begeben. Auch das findet jetzt in einer Collage statt. Ich komme! Ja, was ist? Was hat dieses Bohemian Rhapsody zu bedeuten? Ach so, ja, Rhapsody, wegen Raps. Lass uns anfangen. Ja. Strom an! Los geht's. Läuft, ne? Ja, ja, geht schon. Man sieht von hier aus schon, dass es gut aussehen wird. Ja, das wird sehr hübsch. Ja, genau, so, ja. Eins, zwei, drei. Ja, schön soweit. Okay, Strom aus. Strom aus! Aus! So, dann mal gucken hier. Oi, das sieht aber schon gut aus. Ja, soweit. Der erste Eindruck. Und das ist ja der wichtigste, wenn, du jemanden besuchst. Oh, da kann man aber nicht meckern. Oh. Ja. Und eine erhebliche Wertsteigerung fürs Objekt. Ja. Der Vermieter kann uns dankbar sein. Das, nee, nein, 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 bitte danken Sie uns nicht. Wir haben das gerne getan. Und bitte. Wie siehst du denn aus? Voll bescheuert. Ich sehe ich ja schon immer selber an hier mit dem... Kinder, wir laufen. Okay, fangen wir an. Ja. Sehr verehrte Damen und Herren, sehen Sie eine Weltpremiere. Pfannkuchen à la Robin Hood. Genau, Robin Hood. Wir nehmen vom reichen ZDF und geben den armen Fernsehzuschauern. Und zwar Kochrezepte. Erklär mal. In einer Welt, in der Pfannkuchen kalt gegessen werden. In einem Land, in dem Luftballons mit Propangas gefüllt sind. In einer Zeit, in der brennende Pfeile durch die Gegend fliegen. Gibt es einen Helden, der all dieses zusammenführt. Aus der Reihe... Das kleine Fernsehspiel. Sehen Sie Pfannkuchen à la Robin Hood. Mit Bernhard Hoeker als Robin Hood. Mit einem Pfannkuchen als Pfannkuchen. Mit einem Pfeil als ja, Pfeil. Geh du mal rüber, kannst du dich mal in Position begeben. Ich erkläre das. Das ist unser Luftballon, gefüllt mit Propangas. Darauf ein Pfannkuchen. Diesen Pfannkuchen werde ich jetzt mit Alkohol übergießen. So dass, wenn das Propangas hier im Luftballon vom brennenden Pfeil von Bernhard getroffen wird, dieses explodiert, den Pfannkuchen flambiert und dann gibt's lecker Happa Happa. Warte, ich komme rüber. Ja, Moment. So, bist du weit? Ja, gleich. Oh, ja. Ganz rechter Winkel. So. Okay. Klappt so. So. Alles klar? Jawohl. Okay. 3, 2, 1. Wow! Wow! Ja, super! Funktioniert! Guck mal hier! Ja, absolut flambiert, würde ich mal sagen. Das ist gut. Wobei das Problem ist natürlich jetzt, dass wir... Riecht lecker. Aber dass wir... Also das ist jetzt für eine Person quasi... Ach so, ja, wenn man Gäste hat, dann muss man ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Ja. Ich habe da mal was vorbereitet.
mit Draht Alkohol? Haben wir jetzt an der Decke fixiert. Drei Flambierroste, darauf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pfannkuchen. Darunter hängen 1, 2, 3 Luftballons, die jetzt gleich von Bernhard mit diesem brennenden Pfeil durchschossen werden. Und dann steigen die Flammen auf und sie sind flambiert. Also ich mache ja noch mal Alkohol. Ich, ja, ja, ich muss dann noch natürlich mit Alkohol ein wenig präparieren. Ja, Moment. Ja, viel hilft viel. Ist ja jetzt auch Fernsehen dabei, nicht? So, auf geht's. Achtung, noch nicht schießen. Ja, ja, ich meine. Okay, bist du soweit? Ja. So. So, jetzt. 3, 2, 1. Wohl. Ja, hat doch funktioniert. Zeig mal. Da brennt. Ja, Feuer und Flamme für den ja, ganz großen Hunger. Wie schmeckt denn das? Probier mal. Hier. Ja, das ist ganz gut. Kannst du alles nehmen. Das schmeckt auch gut mit Marmelade. Oder mit Nottingham and Eggs. Was? Sommer früher waren einfach besser. Das wohl war. Ich bin wochenlang immer in so einer orangen Frotteeunterhose rumgelaufen. Und da habe ich Eissorten gegessen, die fallen heute unter das Gesetz für chemische Kampfstoffe. Aber die Urlaubsfahrten. Wir haben immer auf der Rückbank gesessen, von Bonn nach Kärnten. Weißt du, mein Vater wollte immer ins Ausland, aber es war schon wichtig, dass sie da auch noch Deutsch reden. Und dann habe ich spätestens nach Mannheim mit meiner Pippi, ich habe Hunger, wann sind wir da, ich will nach Hause hin, angefangen. Ja. Aber die haben gut reagiert. War eine ganz andere Pädagogik in den 70ern. Wieso? Was haben die gemacht? Die haben sich umgedreht und mir eine gescheuert. Ja, aber da saß man immer auf der Rückbank. Und da frage ich mich ja, warum man das nicht heute auch noch so macht. Man in Urlaub fährt, einfach immer auf der Rückbank sitzen. Ja. Das war viel besser. Das ist vor allem sicherer. Also hinten sind die sichersten Plätze, vorne total gefährlich. Ja. Es muss der verantwortungsvolle Bürger also mal wieder selbst zur Tat schreiten. Und da ist es gut, dass es so aufklärerische Sendungen gibt wie diese hier. Wir werden Ihnen zeigen, wie man mit einfachen Mitteln eine Fernsteuerung von der Rückbank aus für das Auto selber bauen kann. Mit einfachen Mitteln, die man in jedem Haushalt findet. Ich frage mich ja immer wieder, warum diese Sendung eigentlich nicht nachmachen heißt. Keine Ahnung, Marketing, glaube ich. Das wird so sein. Jetzt los. Alles klar, Jungs? Moin. Moin, hallo. Dann wollen wir mal. Du von da? Ja. Ja, gut, ne? Man fühlt sich einfach viel sicherer da hinten. Ja. Okay, Achtung. Bist du soweit? Yeah, klingt gut. Okay. Ich fühle mich wie 12. Oh, so? Guter Sound. Einmal hupen, warte mal. Genau. Okay. Sehr gut. Bist du soweit? Ja. Ich weiß gar nicht, ob der. Ah! Oh! 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 Warum ist denn nicht so schnell? Ah! Ich muss einen Schlag, warte. Ja, hier, so. Schlag, 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 schlag. Ich muss, das geht sehr ruckartig hier. Ja, ja, ich dreh doch. Ist alles gut. Wir sind voll auf Kurs. Also jetzt. Ja, warte! Ich bin wieder 12 Jahre alt. Ja. Bin ich genau wie damals auf dem Weg in Urlaub. Leck auf! Oh, Upsala! Ich kann nicht mehr. Komm rum! Der Regisseur will irgendwas. Ja, nein, jetzt sind wir hier einmal am Barhocker. Den lasse ich nie wieder los, diesen Hocker. Mit dem fahren wir jetzt bis nach Rom. Formel Mainz. Jetzt ZDF. Ich glaube, Tank ist alle. Benzin ist alle. Wir müssen zum Boxenstopp. Halt. Das sieht gut aus.
Links. Und jetzt links. Funktioniert. Jetzt noch ein bisschen fein justieren und dann geht das Patent in Serie. Ab zum TÜV. TÜV. Sie kennen sicherlich alle folgende Situationen. Immer wenn du sagst, sie kennen sicherlich alle folgende Situation, dann weiß ich immer ganz genau, jetzt kommt irgendwas völlig Unrealistisches. Irgendeine Behauptung, die lediglich den Umstand tarnen soll, dass wir eine Riesensauerei veranstalten, die am Ende niemand nachmachen soll. Nein, wir machen nur Sachen, die... Du hast ja recht. Siehst du? Aber okay, ich möchte mich bei dir entschuldigen, ich möchte mich bei den Zuschauern entschuldigen, dass ich sie auf die falsche Fährte gelockt habe. Ich wollte die Zuschauer näher an mich binden, emotional. Ich wollte ja nur gesagt haben, keine Anmachung. Also, völlig anders. Liebe Zuschauer, Sie kennen sicherlich folgende Situation. Jetzt, nein, lass mich doch erstmal fertig machen. In Ordnung. Ja. So, folgende Situation. Sie haben eine Melone. Soweit realistisch, okay. Und Sie haben Hunger. Kommt auch vor. Jetzt haben Sie aber kein Messer. Passiert, ja, genau. Und Sie wollen die aber aufschneiden. Richtig. Ja. Jetzt greifen Sie in Ihre Tasche und finden zufällig eins hier oder zwei oder sagen wir mal 1000 Einmachgummis. Das wäre jetzt unrealistisch. Nein. Wieso? Nein, kann doch vorkommen. Passiert, sicher. Ich kann folgen. Okay. Also, und zwar gehen Sie einfach hin und... Ich halte fest. Genau, nehmen das Gummiband und legen das genau um die Mitte der Melone. Mhm. Jetzt wird ein Druck erzeugt, der die Melone halbiert. Ja, einem... Ja, genau, man nimmt natürlich mehrere. Ja. So, pass auf, jetzt musst du darauf achten, dass wir möglichst wie eine Messerschneide immer an derselben Stelle sind. Und dann sagst du immer, wenn es passt, passt. Passt. Passt? Ja. Also quasi musst du auf der Seite ich gucken. Ich hab das hier unter Kontrolle. Ja, einfach nur die du guckst auf der Seite. Ich gucke ja auf der Seite. Ich gucke auf der Seite. Ja. Wieso korrigierst du mich die ganze Zeit? Ich korrigiere dich doch. Du machst doch immer hier so... Ja, damit das eine... Halten! Das soll einer Erhöhung des Druckes dienen. Das gefällt dir meine Moderation nicht. Ach Mann, Bernhard, das gefällt mir immer, was du machst. Mal grundsätzlich. Jetzt mach einfach mal hinne. Wie viele braucht man denn ungefähr dafür? Dafür bin ich was. Das drüberziehen kriege ich aber schnell hin, oder? Was passiert denn, wenn wir das jetzt eine Weile machen? Ich hab keine Ahnung. Theoretisch müsste der Druck natürlich jetzt steigen und irgendwann fliegt uns die ganze Soße um die Ohren. In dem Fall Schutzbrille für dich. Das ist vielleicht keine dumme Idee. Und du bist sicher, dass das funktioniert? Was? Ja. Ich bin natürlich nicht sicher, weil dann müssten wir es nicht ausprobieren. Also ich weiß nicht, ich habe das noch nie gehört. Ich glaube, das ist auch wieder nur so eine Legende? So eine Legende aus dem Internet. Die Hunnen haben ja übrigens auch ihre Schädel gelenkt. Die mochten gerne, wenn man so kegelförmige, spitze Schädel hat. Mit Einmachgummis? Das Reitervolk der Hunnen. Nein, die haben das mit Bandagen gemacht, die aber so ähnlich funktionierten wie die Haushaltsgummis. Ich hoffe nur, dass die nicht so fest gezogen haben wie wir mit den Haushaltsgummis, weil sonst haben die gleich... Werden sie schon was gemacht haben, könnte ich mir vorstellen. Jetzt geht die. Ich habe ein bisschen Angst mittlerweile auch. Die kriegt, es verformt sich nämlich tatsächlich. Tatsächlich, hier, ne? Und ich kann da nicht so richtig gucken jetzt. Jetzt geht das schon wieder los. Ich habe mich ein Jahr lang musste ich keine Ängste haben. Jetzt, ich kann da schon nicht mehr hingucken. Warte, lass mich. Ding ist zu Ende. Ich kann das nicht! Doch, halt fest! Nein, halt fest! Das ist halt fest! Ich hab mich die Gänsehaut noch stehen lassen und warten! Wir haben keinen Praktikanten, der das macht! Halt fest! Ja, ich halt doch schon fest! Das ist übrigens, das Drüberziehen finde ich gar nicht so schlimm. Das Festhalten macht mich total nervös. Nein, ich finde das Drüberziehen finde ich wesentlich. Schlimmer? Ja. Wieso tauschen wir denn dann? Wieso machen wir denn dann nicht das, was wir beide weniger schlimm finden? Ja, was ich, gut, dann halt ich. Du hältst fest und ich mach drüber. Ah. Soll ich mal wieder? Ja. Ah. Hörst du das?
Mach weiter, 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 weiter! Keine Pause, keine Pause! Oh! Oh! Jetzt hab ich Angst! Jetzt! Da, da, da! Nein, weiter, 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 weiter! Ich weiß ja gar nicht, was passiert. Ich auch nicht, aber es ist gefährlich. Also wenn es wirkt wie ein Messer, dann kann ja nichts passieren. Wenn die Sanitäter für jeden von uns dabei haben, aber dann, es ist dann wissen die irgendwas. Ah! Es funktioniert. Fantastisch. So. Absolut realistisch. Wir haben damit nachgewiesen, wenn man kein Messer hat, dann kann man mit 1000 Haushaltsgummis auch die Sache klären. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich und auf mich auch ein bisschen. Psst. Na ganz leise alle. Psst. Das ist das Wehklagen der Natur. Das sind die Schreie der misshandelten Umwelt. Diese Schreie, die wollen uns sagen, halte ein, du Mensch. Geh verantwortungsbewusst mit mir um. Treibe keinen Schindluder mit der Natur. Recycle mehr. Und das wollen wir heute machen. Wir nehmen diese Wehklagen ernst. Das hier ist kalter Kaffee. Der ist jetzt seit 3 Tagen in der Kanne. Ist eine Qualitätskanne, eine Quack, aber mittlerweile dennoch völlig erkaltet. Wir werden diesen Kaffee jetzt recyceln, indem wir ihn wieder erwärmen. Und zwar in der Mikrowelle. Ist zu. Rein damit. Wir haben keine Erfahrung mit Kaffee-Recycling. Darum gehen wir gleich mal alle raus, wenn ich eingeschaltet habe. Okay? Team klar? Also ich glaube, das ist völlig überflüssig, diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Ich meine, okay, Verbrühungsgefahr, die gibt es bei heißem Kaffee, das weiß ich wohl. Aber ansonsten, also dieser Arbeitsschutz beim ZDF, das sind so 150-prozentige. Völlig überflüssig, glaubt mir das. Heißer Kaffee. Schmeckt fast wie frisch aufgebrüht. Kann ich noch eine Mikrowelle haben? Ich habe noch eine Kanne Tee. Nicht nachmachen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Time Management, die Kunst, Zeit im Haushalt zu sparen. Wir alle kennen das Problem, im Schuppen steht eine Tiefkühltruhe und die muss immer wieder aufgetaut werden. Bernhard, dein Einsatz. Wieso muss ich denn immer diesen dummen, ahnungslosen Hausmann spielen und wieso kriegst du immer die Rolle von diesem klugen Moderator? Meine Agentin hat das im Vorfeld so ausgehandelt. Ich weiß ja nicht, wie du das handhabst. Du hast eine Agentin? Jetzt mach schon. Oh weh, oh ach, ich bin ein ahnungsloser, dummer Hausmann. Und ich muss die Gefriertruhe abtauen. Aua! Ui, es ist so kalt, ich habe schon Frostbeulen an den Fingern. Das Problem ist die Zeit. Denn während die Lebensmittel, die man draußen deponiert hat, immer wärmer werden, werden die Finger immer kälter. Die Folge? Frostbeulen und Kratzer im Innenraum vom hektischen Kratzen. Die Lösung lautet Thermit. Was? Thermit. Was ist das? Thermit ist eine Mischung aus Aluminiumglies und Eisenoxid, das im Rahmen einer Redoxreaktion zu flüssig heißem, elementarem Eisen reduziert wird. Die Reaktion verläuft exotherm unter großer Hitzeentwicklung bei ungefähr 2400 Grad. Thermit wird verwendet zum Beispiel zum Verschweißen von Eisenbahnschienen. Mhm. Und was wäre die kurze Erklärung? Heiß, böse, bumm. Ah, das verstehe ich. So, und jetzt, wo kriegen wir Thermit her? Im Grunde an jeder Straßenecke, sofern das eine ist, an der sich ein Sprengstoffexperte aufhält, der bereit ist, dir das Zeug zu verkaufen. Ah, du meinst so wie unseren freundlichen Mitarbeiter für Knall und Bumm. Richtig, unseren Tügi! Hallo Tügi! Guten Tag! Was braucht ihr? Schwarzpulver, Plastiksprengstoff, Napalm? Wir hätten gerne Thermit. Thermit? Ihr seid doch wohl völlig bescheuert.
Ja. Das ist es. Das ist. Als allererstes müssen wir den flüssigen Stahl nachher so ein bisschen kanalisieren. Und dafür habe ich mal hier ein paar Steine. Da kommt hier der Tegel drauf. Der Tegel ist wie ein Blumentopf aus Keramik. Genau, ja. Und da unten ist ein Loch. Ja. Der Blecheimer ist allerdings zu unten, aber das flüssige Stahl, der schmilzt sich dann einfach durch den Eimer durch. Und damit dann auch durch den Deckel der Tiefkühltruhe, oder? Das erwarte ich mal, ja. Das ist ja praktisch. Ja. Da muss man den nicht mehr aufmachen. Richtig. Das ist jetzt schon gefährlich, wenn man das jetzt so anfasst, oder? Das ist ja nur Metall, ne? Alle bereit? Ja. 3, 2, 1. Was ist? Wie lange dauert das? Etwa 10 Sekunden. Oh. Ach so, dann sollten wir mal. Hurra, ein durchschlagender Erfolg. Diese Tiefkühltruhe ist enteist und das Beste, sie muss nie wieder enteist werden. Das funktioniert doch fantastisch. Meinst du, das funktioniert auch im Winter? Also ich meine, wenn man so einen Gehweg freiräumen will? Ach, statt Streusalz? Ja, genau. Ja, wenn man nichts gegen flüssigen Asphalt auf der Straße hat. Ja, ist doch schon Winter. Gasflaschen sind super. Ja, ich war sogar mal mit einer zusammen. Ich meine jetzt, da ist viel komprimiertes Gas drin, das nach und nach entweichen kann. Aber einen Nachteil haben die Dinger. Genau, sie werden unausstehlich, wenn sie getrunken haben. Nein, oh, bleib doch mal ernst. Ja, ich meine jetzt das Gewicht, die sind so schwer zu transportieren. Und das ist vor allen Dingen dann ein Problem, wenn man sie irgendwo hinbringen will, wo sie hin sollen. Zum Beispiel ins Haus, in die Küche oder sowas. Ja, genau. Und deshalb haben wir uns überlegt, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass sie das einfach von alleine macht. Indem man sie zum Beispiel zu einer Rakete umfunktioniert. Oh ja, Flasche zu einer Rakete machen. Haben das nicht neulich auch die Feierabendkicker von Nicht Nachmachen mit dir probiert? Jetzt komm, schlepp und wieder rein. Ja, stell mich hier drauf. Guck mal, was geht. Oh. Angesetzt. Ja. Okay, warte. Und einfach schieben. Das hier, hochverehrtes Publikum, ist eine Guillotine, die haben wir selber gebaut. Guillotine ja eigentlich... Ist aus Frankreich bekannt, wo man damals mit den Adligen gespielt hat. In der Französischen Revolution ein eher umstrittenes Kapitel der Menschheitsgeschichte. Wir verwenden die Guillotine jetzt aber völlig unverfänglich. Zu einem friedlichen Zweck, wir bauen eine Rakete. Schwerter zu Flugscharen und Guillotinen zu Raketenabschussrampen sozusagen. Also wie das genau funktioniert, erklären wir gleich. Wir bauen das gerade mal vorbereitet. Paddy, kannst du uns kurz helfen? Beim Spannen. Unser Guillotine ist. Und los geht's! Also, reicht schon, oder? Nee. Ja, genau. So, und jetzt. Und. Noch einmal. Ach ja, genau, wir müssen ja was Französisches sagen. Hau ruck heißt. Okay, danke schön. So, reicht doch. So, hier so rüber. Okay, also. Was passiert jetzt? Erst Ventil aufschrauben. Hast du? So. Gut, ich schiebe mal. Moment, und du eins, hebst zwei, das drauf. Ja, komm. Und. Ist drauf. Und noch hier. Langsam. Noch ein Stück. So. Gut. Jetzt wird Folgendes passieren. Wir werden dieses Scherblatt dort oben auslösen. 80 Kilogramm Gewicht rasen jetzt herunter. Und die scharfe Kante wird das Ventil an dieser Stelle abschlagen. Sodass unter höchstem Druck der Inhalt dieser Gasflasche in diese Richtung entweicht und per Rückstoßprinzip die Flasche in diese Richtung davonfliegt, ins Haus hinein und schließlich in der Küche landet. Also, wenn wir uns nicht verrechnet haben. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt in den Unterstand hinterm Haus und lösen per Fernzündung aus.
So, mal gucken. So, jetzt, okay. Haben wir das jetzt eigentlich noch mal kontrolliert, dass es auch wirklich ins Raus reinzieht? Weil sonst fliegt uns das hier. Ja, wir haben ja die Schienen darauf gelegt. Pass auf, ich habe hier Fernbedienung. Ist denn geklärt alles? Publikum, Straße abgesperrt? Oh. Okay, wir machen jetzt einfach. 3, 2, 1. Ha! Das nicht. Wir gucken mal. Das Schaf ist umgekippt. Also ich würde mal sagen, die Tür ist offen. Vielleicht hätten wir abschließen sollen, damit keiner reinkommt. So. Oh, oh ja, ich mag das ja, wenn Häuser so ein bisschen wohnlich wirken, nicht? Weil das ist dann so klinisch und karg. Ja, ja. Genau. Aber Bernhard, wo ist die Gasflasche? Ich sehe sie nicht. Sie hat Spuren hinterlassen. Guck mal, du siehst komplett den Umriss. Die ist da durch, da unten. Sieh da, pass auf. Achtung, du gehst zuerst durch den Rahmen. Okay. Hier ist die auch nicht. Wo ist die? Da! Boah. Hier, schau mal, da liegt sie. Ja, perfekt. Ja, kann man machen. Glückwunsch. Das spart Energie, denn man muss seine eigene Muskelkraft nicht mehr verschwenden. Und die ist auch gut aufgeräumt, da kann man drüber sitzen. Können wir gleich liegen lassen. Ja. Nicht nachmachen. Warum eigentlich? Warum? Das ist eine alberne Frage, warum nicht? Ist ja schon mal aufgefallen, dass wenn man so ein paar Wochen nicht nachmachen macht, dass man dann die Welt mit völlig anderen Augen sieht? Wie meinst du das? Naja, bei allen Dingen denkt man unwillkürlich, wie könnte ich denn das jetzt explodieren lassen oder anderen Blödsinn stiften? Wiegald, du hast jetzt frei. Entspann dich doch. Ich meine, wir sitzen hier gemütlich in einer lauen Abendluft und die rote Sonne scheint uns ins Gesicht. Ja, aber wenn jetzt diese rote Sonne in einem riesigen Knall detonieren würde. Wiegald, Feierabend. Jetzt sehe ich schon, wie der Zuschauer denkt, oh Gott, die Scherenblätter! Das schmeckt überhaupt nicht. Wo war ich? Ach so, nicht nachmachen. ZDF, Dreharbeiten.